Gebäude können spannende Geschichten erzählen. Von dunklen Epochen, von glorreichen Zeiten und vielleicht besonders wichtig, von eben den Menschen, von denen sonst keine Chronik berichtet. In dieser Serie wollen wir uns einige der bedeutendsten Gebäude unserer Region einmal ein bisschen genauer anschauen und versuchen, ob wir ihre Mauern zum Sprechen bringen können. Servus alle zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sprechenden Mauern. Heute wollen wir uns einmal ein Gebäude anschauen, das viele von euch sicher kennen, gerade nicht diejenigen, die mit der Eisenbahn unterwegs sind. Es geht um den Hofer Hauptbahnhof. Um zu verstehen, warum der Hofer Hauptbahnhof überhaupt so wichtig ist und es weit über die Grenzen des Stadthofs hinaus, müssen wir uns ganz kurz einmal mit der Wirtschaftsgeschichte des Königreichs Bayern auseinandersetzen. 1810 kam Franken an die Wittelsbacher und damit wurden auch wir Teil des neu gegründeten Königreichs unter Maximilian I., später dann natürlich auch unter Ludwig I. Und obwohl man Ludwig I. heutzutage ganz oft kennt, eher als ein Stück weit, ja, ein Träumerle, ne, das eben seine Schönheitengalerie da hat einrichten lassen, in der im Übrigen mit Cornelia Vetterlein auch eine gebürtige Münchbergerin vertreten ist, war er eben auch ein Visionär, der sich damals in den 1820er Jahren mit einem großen Problem auseinandersetzen musste. Denn die Frage war, wie er Bayerns Wirtschaft auf eine gute Grundlage stellen konnte. Dazu muss man wissen, dass der Anschluss Frankens an Bayern aus der wirtschaftlichen Perspektive gesehen tatsächlich ein Rückschritt gewesen ist. Bei uns, gerade hier im heutigen Raum Bayreuth-Hof, hat damals ab 1791 Karl August Freiherr von Hardenberg regiert unter der preußischen Interimsregierung, die dann eben für gut 15 Jahre das Sagen hier hatte. Und die Preußen, die haben Franken, die haben Bayreuth weit vorangebracht. Karl August Freiherr von Hardenberg hat beispielsweise den Liberalismus eingeführt. Das heißt also, die Heraushaltung der Politik aus der Wirtschaft und die Überlassung der entsprechenden Bühne komplett für die Unternehmer. Das Ganze hat bei uns zu einem immensen Wirtschaftswachstum geführt, das jetzt allerdings nach dem Anschluss Frankens an Bayern mit einem Mal mit sehr konservativen politischen Einstellungen konfrontiert worden ist. Insofern war es an Ludwig, sich zu entscheiden. Will er eher mit der südbayerischen Politik weitermachen oder will er sich diesem fränkischen Liberalismus öffnen und versuchen, gerade eben die neuen Unternehmer, ne, diesen, ich sage jetzt mal, Aufschwung auch in der Industrie weiter voranbringen. Er hat sich glücklicherweise, muss man sagen, am Ende für uns entschieden und hat gesagt, okay, Bayern soll eine Industrienation werden. Um das zu ermöglichen, hat er jetzt eine Rücksprache, insbesondere auch mit Unternehmern aus Oberfranken gehalten, die ihm gesagt haben, das Wichtigste für uns ist die Wettbewerbsfähigkeit. Oberfranken war damals ein Zentrum unter anderem der protoindustriellen Textilproduktion. Das heißt also, bei uns gab es schon große Verlagsnetzwerke, in denen eben dann einzelne Handweber für die Verleger gearbeitet haben. Das haben wir uns ja bei Stöckel und Grümmler schon mal genauer angeschaut. Aber um das Ganze jetzt voranzubringen, brauchte es die Mechanisierung. Dessen war man sich damals bewusst. Denn die großen Konkurrenten, die Sachsen beispielsweise, hatten die Wasserkraft und die Engländer hatten die Dampfkraft. Beides war bei uns aber in dieser Form so nicht einsetzbar. Und deswegen hat man sich schon in den 1820er Jahren damit auseinandergesetzt, wie man jetzt eben auch in Bayern die Mechanisierung der Industrie durch die günstige Produktion von Energie ermöglichen konnte. Und dazu brauchte es, nach längeren Überlegungen, die Eisenbahn. Dessen war man sich sicher. Schon 1825 hat Josef von Baader, ein berühmter Konstrukteur, der beispielsweise die Wasserpumpen in Schloss Nymphenburg gebaut hat, rüber nach England gereist und hatte sich dort die von George Stephenson konstruierte moderne Dampflokomotive mal genauer angeschaut. Er hat daraufhin der bayerischen Regierung mehrere Vorschläge vorgelegt, in denen unter anderem gestanden war, dass Bayern, um am Ende zur Industrienation werden zu können, dringend ein umfassendes Eisenbahnnetz brauchte. Daraufhin hatte man eigentlich geplant gehabt, eine ohnehin vorgesehene Chaussee zwischen Nürnberg und Fürth, also eine Straße, stattdessen als Eisenbahnlinie zu bauen. Allerdings hat Ludwig dafür nicht die Mehrheit in seinem Kabinett bekommen. Deswegen konnte er dieses erste Eisenbahnprojekt des Königreichs Bayern leider nicht umsetzen. Aber Ludwig war nicht dumm und hat stattdessen das Privileg zum Bau dieser Eisenbahn einfach an Privatunternehmer gegeben.
1833 hat sich daraufhin in Nürnberg eine Gesellschaft zusammengefunden zum Bau der Ludwigsbahn zwischen Nürnberg und Fürth. Und was daraus geworden ist, das wisst ihr alle. 2 Jahre später, im Dezember 1835, fuhr der Adler als erste Dampflokomotive auf deutschem Boden. Damit brach auch bei uns das Zeitalter der Eisenbahn an. Die Renditen, die damals abgeworfen wurden, waren dermaßen gigantisch, dass alle Kritiker im bayerischen Kabinett sofort verstummten und man schon 2 Jahre später mit den Planungen beginnen konnte, ein gigantisches Infrastrukturprojekt auf die Beine zu stellen. Das könnt ihr euch vom Umfang her wirklich auf einer Ebene vorstellen mit dem BER, mit Stuttgart 21, mit anderen großen Planungen, die heutzutage laufen, vielleicht sogar noch etwas größer. Denn man hatte schlichtweg vor, den Süden des Königreichs Bayern mit dem Norden durch die Eisenbahn zu verbinden. Dabei war klar, dass im Süden Lindau der Ausgangspunkt sein sollte. Das war eben eine sehr wichtige Hafenstadt am Bodensee. Später ist ja dann da auch ein Leuchtturm gebaut worden. Das heißt, also da hat man dann alle Symbole des fortschrittlichen Bayerns ein Stück weit vereinigt gehabt. Und von dort aus sollte die Bahn dann eben Richtung Nürnberg führen, von Nürnberg aus dann weiter in Richtung der sächsischen Grenze. Warum? Aus Sachsen sollte damals, so jedenfalls der Plan, die sächsische Steinkohle nach Bayern importiert werden, um dann eben auch hier den Einsatz von Dampfkraft zu ermöglichen. Es gab jetzt mehrere Planungen, wie die Trasse geführt werden sollte. Am Ende hat man eben vorgehabt, über Kronach zu fahren, Coburg oder eben auch über Hof. Und man hat sich jetzt, was heutzutage genauso wichtig wäre wie damals auch, zu Interessensgemeinschaften zusammengeschlossen. Mehrere Städte rund um Hof, dabei im Übrigen auch Münchberg und Kulmbach, haben sich damals gemeinsam dafür eingesetzt, dass die Bahntrasse über Hof gebaut wird. Und da hat es dann beispielsweise geheißen, dass eben man bei uns jetzt nicht sonderlich viel hat. Ja, man hat keine großartigen Hopfenfelder, man hat außer jetzt natürlich in Teilen des Frankenwaldes keine große Holzindustrie. Aber was man eben trotz dieser relativ schlechten Voraussetzungen geschaffen hat, war ein fabrikmäßiges System, das es tausende arme Familien nun ermöglicht hatte, ruhig bei ihrem gesicherten Einkommen leben zu können. Das war jetzt schon mal die erste große Aussage. Wir hatten eigentlich nichts, aber aus dem was machen, haben wir trotzdem was Gescheites gemacht. Jetzt geht's weiter. Wenn die Eisenbahn dieses System am Wachstum hindern würde, indem sie eben eine unsere Region entferntere Richtung nehme, dann würden Arbeitsmangel und Not, Leblosigkeit und Stille ihr trauriges Haupt erheben und mit einem wehen Klageruf über den zerrissenen Lebensfaden die weithin verödete Gegend erfüllen. So schreibt heute kein Mensch mehr. Ja? Diesen Brief schickte man damals an die Regierung Ludwigs I. nach München und hat da damit mehr oder weniger deutlich gemacht, baut uns die Bahn und wir können dieses System, das wir aufgebaut haben, dieses handwerkliche protoindustrielle System zum industriellen Herzen Bayerns machen, baut uns die Bahn nicht und wir verrecken alle elendig und ihr seid dran schuld. Ja, das ist mehr oder weniger die Quintessenz. Man hat sich jetzt, ob aufgrund dieses Schreibens oder nicht, sei dahingestellt, am Ende dazu entschieden, die Bahn tatsächlich nach Hof zu bauen. Das führte dann unter anderem eben auch zum Bau der berühmten schiefen Ebene, der ersten Steilrampe Europas zwischen Neuermarkt-Würzburg und Marktschreigers, die 1848 fertiggestellt werden konnte. Und daraufhin wurde aus Hof der wichtigste Bahnhof des Königreichs Bayern, denn er war faktisch der Endpunkt dieses sogenannten Ludwig-Süd-Nordbahn. Der erste Hofer Bahnhof, 1851 fertiggestellt, befand sich damals recht nah an der mittelalterlichen Kernstadt und war als Kopfbahnhof konzipiert. Das heißt, es gab ein großes Bahnhofsgebäude, es gab eine riesige, knapp 90 Meter lange Einsteighalle, die dann eben das den Personen erlauben sollte, besser in die Züge einzusteigen und aus den Zügen auszusteigen. Und ganz, ganz wichtig, es gab für die bayerische und für die sächsische Bahn jeweils entsprechende Infrastrukturen, wie beispielsweise eben auch Lokremisen, Werkstätten etc. pp. Das Ganze hatte den Hintergrund, dass die Eisenbahn damals eine Ländersache war. Wir sprechen von der sogenannten Länderbahnzeit. Wenn man jetzt also eine Strecke von Bayern nach Sachsen bauen wollte, dann mussten das Königreich Bayern und das Königreich Sachsen entsprechend jeweils eine Strecke konzipieren und die dann irgendwo aufeinanderprallen lassen. Und der Mittelpunkt, wo sich eben diese beiden Strecken getroffen haben, sie waren nicht verbunden, ja, das waren unabhängige Systeme, das sollte Hof werden. Das heißt also, fortan konnte man nach Fertigstellung der großen Bauwerke auf der sächsischen Seite, dazu gehört im Übrigen auch das Götzschtal-Viadukt, ja, diese gigantische Backsteinbogenbrücke, tatsächlich sächsische Steinkohle aus Zwickau nach Bayern importieren, in Hof auf die bayerische Bahn umladen und weiter transportieren.
Genau darin lag jetzt allerdings auch das große Problem. Zum einen war die sächsische Steinkohle immens teuer, das heißt, man konnte damit langsam anfangen zu mechanisieren. In Hof beispielsweise hat sich noch im gleichen Jahr der Fertigstellung des Bahnhofes auch das Konsortium zum Bau der neuen Baumwollspinnerei gegründet. Die wollen wir uns dann einmal in einer anderen Folge noch genauer anschauen, im Übrigen genauso in Bayreuth und auch in Kulmbach. Aber auf der anderen Seite war eben dieses Umladen der Kohle auch ein gigantischer Aufwand. Das heißt, also so ganz das Wahre war es jetzt mit der bayerischen Hochindustrialisierung und Mechanisierung noch nicht. Das führte zu zwei großen Planungen. Zum einen hat man vorgehabt, günstigere Kohle nach Hof zu holen als jetzt eben die sächsische Steinkohle. Dafür hat man in den 1860er Jahren mit den Planungen der bayerisch-böhmischen Kohlenbahn begonnen. Die heutige Strecke Hof-Asch ist es gewesen. Und darüber konnte man dann eben ab der Mitte der 1860er Jahre die sehr viel günstigere böhmische Braunkohle nach Bayern importieren, mit der es möglich geworden ist, jetzt wirklich große, große Fabriken aus dem Boden zu stampfen. Ja, denn dadurch war die Kohle jetzt zum erschwinglichen Energiebringer geworden. Es gibt eine wunderbare Aussage von der Handels- und Gewerbekammer, dem Vorgänger der IHK, könnte man sagen, an der es eben sogar heißt, dass durch die böhmische Braunkohle Oberfranken in den Genuss der mit Abstand günstigsten Energieträger im gesamten Deutschen Kaiserreich gekommen ist. Und wie wichtig günstige Energie für das Wachstum der Industrie ist, das merkt man ja heutzutage wieder ganz besonders. Ja, wenn die Energie zu teuer wird, dann stirbt die Industrie ab. Damals war es also genau umgekehrt. Durch die böhmische Braunkohle ist die Energie sehr viel leichter und sehr viel erschwinglicher geworden. Und dadurch konnte nun eben auch in Bayern die Hochindustrialisierung, die Mechanisierung der Arbeit so richtig Fahrt aufnehmen. Das zweite Problem, das man aber nach wie vor hatte, war der Kopfbahnhof in Hof. Dieses elendliche Umladen hat Zeit gekostet und hat immense Probleme verursacht. Deswegen begann man 1874 mit den Planungen eines komplett neuen Bahnhofsgebäudes. Außerhalb der Stadt Hof gelegen, sollte es ein Durchgangsbahnhof werden. Keine Umlademöglichkeiten mehr, keine zwei Länderbahnen, die aufeinandertreffen, sondern große Magistralverbindungen, die an Hof vorbeiführen. Dieser Bahnhof wurde von 1874 bis 1880 innerhalb von nur knapp 6 Jahren fertiggestellt und ist komplett spiegelsymmetrisch aufgebaut. Auf der einen Seite also befanden sich einmal mehr alle Einrichtungen der königlich bayerischen Bahn und auf der anderen Seite alle Einrichtungen der königlich sächsischen. Dies führt dazu, dass man in Hof die Besonderheit hatte, muss ich leider sagen, dass es hier königlich sächsische Bahnbauten auf bayerischem Grund gegeben hat. Der Lokschuppen, der vor einigen Jahren abgerissen wurde, war demnach der sächsische Lokschuppen. Genauso gibt es bis heute noch das sächsische Stellwerk, in dem mittlerweile der Modelleisenbahnclub Hof sein Domizil hat und das Gott sei Dank aufgrund der Initiative dieses Vereines, die ich ein bisschen unterstützen dürfte, am Ende unter Denkmalschutz gestellt werden konnte, damit wenigstens das schon mal für die Nachwelt erhalten bleiben kann. Gebaut worden ist der Bahnhof im Übrigen nach den Plänen von Georg Friedrich Seidel. Der war gebürtiger Hofer und hat sich dann im Königreich Bayern zu einem der führenden Architekten, insbesondere eben bei den Bahnbauten, hochgearbeitet. Also auch da haben wir noch einmal eine ganz, ganz spannende Verbindung. Wenn man sich jetzt den Hofer Bahnhof einmal genau anschaut, dann ist er in meinen Augen eigentlich bis heute ein Tempel der Eisenbahnkultur und entsprechend auch der Industriekultur. Die einzelnen Wartesäle der dritten, zweiten und ersten Klasse sind pompös ausgestattet, heutzutage leider ein Stück weit eingebaut mit Zeitungskiosken und anderen modernen Kram. Aber das Herzstück des Bahnhofes, das ist nach wie vor erhalten geblieben, und zwar der sogenannte Königssaal. Der Königssaal war vorgesehen als der Ort, an dem sich die Regenten der beiden Königreiche Bayern und Sachsen treffen konnten. Das hat zwar niemals stattgefunden, aber theoretisch hätte man die Struktur vorgehalten gehabt. Deswegen sieht man auf der einen Seite auch das L für Ludwig II., der mittlerweile regierte, und auf der anderen Seite das A für August von Sachsen. Flankiert wird der Königssaal, der bombastisch und pompös ausgestattet ist, von wunderschönen Allegorien der Eisenbahnzeit. Es gibt beispielsweise einen Putto, der sich auf ein Eisenbahnrad stützt und der einen Brief in der Hand hält, der steht für die neue Informationsvermittlung mit Hilfe der Bahnpost und natürlich dann später auch der Telegrafie, die jetzt entlang der Bahnstrecken aufgebaut wurde. Das alles sind riesige Revolutionen, die da stattgefunden haben und denen man eben in Hof im Königssaal auch ein entsprechendes Denkmal gesetzt hat. Heutzutage ist der Königssaal leider nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich. Generell ist ja der ganze Bahnhof nicht unbedingt im besten Zustand. Aber ich hoffe wirklich sehr, dass sich da in absehbarer Zukunft ein bisschen was dran ändern wird.
Eine spannende Sache sei jetzt noch am Ende erwähnt. Während der alte Bahnhof in den 1920er Jahren dann Stück für Stück überbaut wurde durch die noch heute existente Stadtpost, hat man sich natürlich auch fragen müssen, wie man jetzt die Leute, die ja früher direkt neben dem alten Bahnhof gewohnt haben, zum neuen Bahnhof hinbringt, der doch eine gewisse Entfernung, sag ich einmal, aufweisen konnte gegenüber der Kernstadt. Am Anfang fuhren deswegen ab den 1880er Jahren Postomnibusse von der Altstadt rauf zum neuen Bahnhof. Allerdings war da dazwischen eine dermaßen steile Steigung zu überwinden, dass die Pferde das nicht unbedingt so gut überdauert haben. Und deswegen hat man sich schon relativ schnell mit dem Gedanken beschäftigt, ob es denn nicht eine andere Möglichkeit gäbe, die Leute adäquat von der Stadt zum neuen Bahnhof transportieren zu können. Und das führte am Ende 1901 zum Bau einer elektrischen Straßenbahn. Siemens hat damals der Stadt Hof ohnehin ein Angebot gemacht, ein städtisches E-Werk zu bauen, und im Rahmen dessen hat man dann mehr oder weniger nebenbei, könnte man sagen, auch gleich noch das modernste Verkehrsmittel der damaligen Zeit initiiert, nämlich eine elektrische Straßenbahn, die fortan auf gut 3 Kilometern Länge die Altstadt, im Übrigen fast entlang der Trasse dieses heute existenten autonomen Busses, mit dem neuen Hauptbahnhof verbunden hat. Ein weiterer Aspekt war im Übrigen dann auch das Wachstum der Stadt. Die hat sich nämlich zwischenzeitlich seit der Fertigstellung des neuen Bahnhofes immer mehr in dessen Richtung ausgedehnt. Hof ist durch die Industrialisierung gigantisch gewachsen. Von knapp 10.000 Menschen am Anfang des 19. Jahrhunderts auf über 40.000 zum Ende der Epoche. Das bedeutet also, Hof hatte damals schon Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts die Größe, die die Stadt bis heute hat. Das war ein gigantisches Projekt, entsprechend Wohnungen vorzuhalten, Häuser zu bauen, gute Arbeits- und Lebensverhältnisse zu schaffen. Und all das prägt Hof bis heute. Der Hofer Hauptbahnhof ist damit eben weitaus mehr als nur ein Gebäude. Ja, er ist ein Tempel der Eisenbahnkultur, ein Tempel der Industrietradition, und er ist, könnte man eigentlich sagen, eines der Herzstücke der oberfränkischen Industriegeschichte. Insofern bleibt zu hoffen, dass vielleicht auch die Deutsche Bahn sich irgendwann der Bedeutung dieses für ihre Geschichte so, so wichtigen Gebäudes bewusst wird und Maßnahmen ergreift, es für die Zukunft zu erhalten.